Ja, und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück hier zur nächsten Aufnahme. Hier vom LS17, ja, bei eurem Wiesel, auf unserer schönen, großen, großzügigen Map, wo wir hier stehen geblieben waren, beim Ballenpressen in der letzten Folge und natürlich nebenbei noch am Weizendreschen. Und ich sehe gerade, mein Traktor hat den Wartepunkt erreicht, sehr schön, mein Lieber. Dann machen wir noch gerade den hier. Und ja, lassen ihn wieder weiterfahren, dass wir gleich wieder abtanken können. Ich frage mich zwar, warum der andere Drescher nicht weiterfährt, keine Ahnung. So, du fährst auf jeden Fall erstmal weiter. So, in der Zeit können wir hier mal wieder weiter pressen. Ja, natürlich nur, wenn ich nicht so doof gewesen wäre. Und mit B meine Beinpresse ausgeschaltet hätte. So, aber jetzt geht's. So, dann fahren wir die zweite Runde. In der Zeit dürfte ja dann der Traktor wieder da sein. Vielleicht macht er ja dann, wenn er leer ist, also dann wieder weiter drischt, was ich aber irgendwie nicht ganz verstehe gerade. Diese Logik, die er da gerade hat. Wer weiß, wer weiß. Habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Aber gut. Schauen wir mal. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir werden sehen. Was sich dabei so ergibt jetzt hier. Steht nämlich nur rum, der macht gar nichts. Das wundert mich ein bisschen. Rein theoretisch sollte er weiterarbeiten. Keine Ahnung, was er jetzt schon hat. Na, wir haben es. Ich sehe gerade, mein Traktor kommt schon wieder, oder? Ja, genau, gut, oben kommt er. Angefahren. Können wir ihn dann gleich wieder positionieren. Also da bestimmt würde ich da sagen, wenn man am Punkt angekommen. Dann, okay. Dann muss ich den da wieder erst abtanken und gucken, dass er. So ist der jetzt angekommen. Oder nicht. Ich gucke gleich mal, ich glaube, er müsste jetzt wieder dastehen. Gucken wir mal. Der ist da. Jawohl. Sehr schön. So, Abfahrer können wir entlassen, weil das funktioniert nicht mit dem Hin- und Herfahren. Das wird noch nichts, weil da fährt er mir quer durchs Feld. Und das will ja keiner. So, dann tanken wir den jetzt mal ab, mal gucken, ob er dann losfährt, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, warum der jetzt da einmal sagt, nö, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock und ich mache jetzt auch nichts. Das ist natürlich irgendwie dann irgendwie doof, eigentlich schon. So, da hinten steht er, mal gucken, wenn ich jetzt rangefahren komme, ob er wieder sein Röhrchen ausklappt, was ja schön wäre, weil dann könnte man nämlich nochmal abtanken. Und dann gucken wir mal,
ob er dann gewillt ist. Hallo, Drescher? Ah. So, okay, das macht er wenigstens. Mal gucken. Wenn er jetzt leer ist, ob er dann losfährt. Weil das ist irgendwie eigenartig. Ah! Okay. Ja, das muss einem erstmal gesagt werden, ne? Dass der wirklich dann erst losfährt, wenn er leer ist. Okay. Gut gemacht. Ich hätte gedacht, er wartet nur. Na, aber gut. Okay, macht nichts. Dann bin ich jetzt wieder ein Stückchen schlauer geworden. So. Und weiter geht's. Pressen der Ballen. Dum, 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 dum. Ach ja. Oh, und wieder lag. Oh, was ist denn das mal? Da frisst der kurzzeitig ein, dann wird er bestreitet. So. Der ist schon wieder voll, der gute Junge. Dum. So. Schauen wir mal, was wir hier so am Feld noch runterkriegen an Weizen. Mal gucken vor allem, wie viel in das Silo passt. Weil wenn das dann mal voll ist, dann würde ich doch mal sagen, dann könnten wir den Rest, wenn es der Preis zulässt, mal verkaufen. So, dann fahren wir Stücke zurück. So, und jetzt geht's mit dir weiter. So. Es wird bald Nacht, sehe ich gerade. 17:52 Uhr haben wir es schon wieder.
Und mein Ding ist schon wieder voll ernsthaft. Okay. Naja, jetzt wird's super lustig. Weil der wieder falsch rumsteht. Muss man den kleiner entlassen, den Helfer, und umdrehen. Damit wir den abtanken können. Aber hier kommt ganz schön Ertrag runter, also das muss ich ja mal sagen. Also der Ertragsmat ist schon ertragreich. So, hier müssen wir mal ganz kurz Helfer entlassen. Nein. So. Da war ich jetzt gerade. So. Achso. Ernsthaft. Also Steuerung. Dass der immer so schnell auf irgendwas kollidieren will. Aber gut. So, zack, zack, zack. Ja, schön. Oh, das war das Bad. Ah, mal zurück. So. Zack. Du blöder Hund, du. Ach ja, fröhliches Ballenpassen. Immer schön im Kreise fahren. Ist jetzt auch nicht so das Spannendste, aber muss auch gemacht werden. Theoretisch könnte man dann gleich schon wieder jemanden nehmen, der die Ballen aufsammelt, aber da ist wieder die Frage, macht der das dann auch? Nimmt der den Kurs? Oder nimmt er ihn nicht? Oder müsste dann einen neuen erstellen? Da müsste ich mal gucken, aber das Problem ist gar nicht, ich weiß nicht, wie weit mir das von Geld her kostet, wenn ich die ganzen Mieten tue, dann gleich mit Emma. Vielleicht wäre es dann besser, obwohl habe ich dann überhaupt einen freien Traktor. Ich könnte den blauen nehmen. Eventuell. Das stehen dann nehmen, das ist Schneidwerkswagen dort stehen lassen, weil den brauche ich immer nicht.
erst wenn man dann Feld 58 fertig hat. So. Deswegen. Ja, da müsste ich ja mit dem Teil, da müsste ich mit dem Traktor wieder bis zum Shop kommen. Oder bis da drunter. Pfeffern. Mal gucken. Erstmal fahren wir jetzt hier mal eine Runde. Ja, könnte ich das nämlich mal. Frage ist halt nur, klappt das dann? Ich glaube, das wird wohl enger werden, wenn ich das. Ah, mal gucken. Ah, er steht sogar mal auf der rechten Seite, das ist sehr gut. So, hier fahre ich jetzt mal schnell noch bis vor, dann haben wir als Vorgewinde das erste Mal rum. Und dann fahren wir ja bloß noch auf, ab. Das geht ja dann schon. Und ich meine, die paar Witzelchen, die der hier stehen lässt, die fallen ja auch nicht ins Gewicht bei den Massen an Weizen, was hier runterkommt, beziehungsweise an Schwarz, was ich hier pressen kann. Sondern, also gerade fällt das absolut nicht ins Gewicht. Und was ich dann auch nochmal machen will, ich muss dann mal gucken, muss ich mir nochmal den Elm mit, muss ich mir mal aufziehen, die Ballenpresse, die will ich mal demnächst mal austesten. So, den hier könnten wir dann nehmen, eventuell. Ne, den brauchen wir nicht, sondern den nehmen wir jetzt den bloß. Und drehen den wieder rum, weil der steht ja wieder falsch dran. Wenn er denn überhaupt was macht. Ja. Ja, die überhitzt ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. So. Los geht's. Einmal rum. Damit. Und drauf da. Ja, ich muss dann nochmal gucken, das wird alles noch ganz schön. Wird schon noch ganz schön viel, was da an Weizen runterkommt. Und dann kommt hier gleich wieder. Obwohl, Raffinerie, überlegen, Raffinerie, das war doch Sprit, ne? Könnte man ja theoretisch dann mal Raps anbauen. So, der ist eh fast voll. So, wenn ich das schaffe, da nebenher fahren. Dann füllt er den nämlich klein. Ja gut, und meiner kommt natürlich wieder nicht die Steigung hoch. Also hätte ich das bloß sparen können. Ja komm, spare ich mir jetzt. Ich mache das mal hier ein bisschen weiter. So, drehen wir mal hier ein bisschen zurück. Dass wir hier den ersten Fitze kriegen. Gehen wir wieder auf den Tempomat, weil haben wir ja da. So. Dreimal rum und dann geht das wieder auf und ab und auf und ab. So. Oh ja, hier quält das hier auch ganz schön. An der Steigung der Liebe. Ja, auch wenn der genug PS unterm Arsch hat, aber das ist dann doch irgendwie so viel. Da hat er wohl dann doch ganz schön zu tun. Achso, jetzt will ich was spielen wollte, aber na gut. Na schon mal. Wenn ich meinen Traktor wieder auf die Reise schicken werde. Dim. Oh Gott, da haben wir aber noch ein ganz schönes Feld. Da sind wir noch nicht mal bei der Hälfte, glaube ich. Aber was soll's, wir haben doch Zeit. So. Dim. Ist auch Zeit. Na gut, haben wir noch ein bisschen. Dann können wir noch ein bisschen, bevor wir wieder
Aufnahme in Sack und Tüten haben. Und der Schilder fällt sich gerade auf. Ich glaube, die Ohren haben. Zack. Naja, und der steht natürlich jetzt wieder sehr günstig. Natürlich wäre es leicht zu sagen, okay, er tankt selber. Wäre natürlich ohne Idee. Dann bräuchte ich nicht. Aber da habe ich eher so ein bisschen meine Bedenken, dass der dann nicht abtankt. Beziehungsweise. Oh, je, je. Was machst du denn, Junge? Alter, was ist denn hier los? Hallo? Hallo, stopp doch mal. Rauscht der hier runter? Ich glaube, wohl es hackt. Oder so. Oder ist heute Frühling oder was? Ist der voll, genau. Und da der ja eh warten muss, können wir den hier auch. Hallo? Bleibst du stehen? Motor ist aus, der rollt noch ein Stückchen. Okay. Ja gut, kann ich mit leben, alles gut. So, dich schnapp ich mir jetzt. Wenn er dann aus dem Knick kommt, oh ja. Komm mit dir. Klatsch war wieder überhitzt bald. Das ist aber irgendwie normal bei denen. Klatsch, war das die Kupplung? Glaube, das ist glaube ich die Kupplung gemeint. Ja, auf jeden Fall. So, dann schicke ich den jetzt auf Reise, dann kann der erstmal wieder losfahren. Dann gucke ich mal wegen der Raffinerie und dann könnten wir eigentlich auch schon anfangen. Eine Idee wäre, dass die beiden schon mal zu verladen. Nur dann ist wieder die Frage, wie sieht das aus dem Hof? Da könnte ich das auch schon mal wieder als Kurs einfahren. Aber jetzt weiß ich halt nicht, würde der blaue Traktor das denn ziehen? Aber eigentlich so ein Beinwagen ist ja nicht schwer. Den dürfte der theoretisch packen. Könnte der nämlich schon mal hier, sagen also wir mal so, wir könnten das auch so machen, ich sammle die und mache dann von hier aus einen Wegpunkt. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, dann ist das nicht ganz so alles Curseplay technisch, oder? Hallo, nicht rückwärts fahren, vorwärts fahren. So, nu? Komm, abfahren, los. Hat durchdrehende Reifen. Ja gut, das ist normal. So, jetzt gucke ich mal gerade. Und zwar erstmal hier in das Farmskript, weil da war da die Raffinerie. Nee, Quatsch, so. Nicht Holzpellets. Raffinerie, du Mies. Genau, Raps. Raps, genau, da brauchtest du von allen dreien? Ernsthaft? Okay, Sojabohnen und Sonnenblumen, das ist blöd. Kompost, was war denn das nochmal? Impuls 1 HS. Output 1 HS. Das ist eine sehr gute Beschriftung. Weiß ich zwar nicht, was Output und Input. Slurry. Fabriken, was haben wir denn an Fabriken? Ach so, das ist wegen Holz. Tomaten, die brauchen wir bestimmt. Ach, die brauchen Paletten. Ach, und Pellets brauchen die, dann machen die Tomaten draus. Alles gut. Lettuce, Red Cabbage, Cauliflowers, Cabbage. Was denn das? GTXM, MS? Was bist denn du? Strohra. Ach! Mischfutteranlage. Ja, super. Man kann es auch noch komischer ausschreiben. Schweinefuttermischstation, Erdfrüchte, Getreide und Proteine. Was? Proteine? Proteine, ne? Oder was soll das sein? Klingt wie, ich würde es Proteine schreiben. Oder, aber es kann doch nicht so. Aber da fehlt uns ja wirklich was für Mist. Okay. Naja gut, da haben sie das eben nicht mit eingebunden. Das ist ja nicht so schlimm. So, der ist jetzt erstmal fertig. So, jetzt überlege ich gerade. Ich habe den. Das mache ich jetzt einfach mal. Weil sonst kommen wir ja hier nicht vorwärts. So, was bist du? Das ist kein automatischer Ballensammelwagen. Also wenn nämlich die schon in der
das Ding automatisch fährt. Steht hier irgendwie immer was da, was der alles laden kann? Achso, nee, hier. Hier ist er doch. Genau. Zum Einsammeln von Ballen. Macht der auch Quader? Genau, der macht ja auch, aber da passen nicht viele drauf. Das sind Rundballen. Den. Wie viel braucht der? Gar nichts, der tut gar nicht. Okay. Ja gut, dann müsste man mal gucken, wie teuer wäre der pro Dings. Ja, geht eigentlich. Oder warte mal, haben wir sonst noch irgendeine Art und Weise? Was haben wir da? Das ist, ach so, das ist das, das will ich gar nicht. Heimatpack, was war das noch gleich? Das war das Multilager, so. Okay, ich dachte, wir hätten da eventuell noch was, aber da haben wir gar nichts anderes. Würde ich dann doch sagen, wenn wir das Ding, das Teil wählen wir aus, mieten uns das. Wuh, genau. Just for fun, wir haben es doch. So, weil der hier, der steht ja eh bloß doof in der Gegend erstmal rum. Dann kuppeln wir den jetzt ab. Machen Ditter und fahren mit dem. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Das war jetzt. Ach ja, genau, das war hier vor, wo der jetzt hinfährt. Genau. Dahin und dann von dort aus einmal rechts weg. So, machen wir mal rundum Leuchten an. Genau, und ich würde jetzt hier rechts runter. Ne? War mir nicht so, also hier jetzt. Genau, ich glaube hier war das. Hier müssen wir jetzt rechts. Ah, okay. Das ist links, okay. Und da ist das rechts, warum auch immer. Oh, und der ist am Wartepunkt angekommen, gut. Moment, da wartest du ganz kurz, dann muss ich erst mal gucken. Dann fahre ich jetzt noch zum Händler, hol den Sammelwagen. Und dann ist auch schon wieder Folgenende. Meine Lieben, Alter, was eiert denn der hier rum? Hallo? Ja, das ist. So, das war doch hier unten, ne? Nicht, dass ich jetzt nicht verfahre. Nee, war richtig gut. Ich habe lieber nochmal geguckt, nicht, dass ich jetzt hier das vom Pferd erzähle. Und dann funktioniert es nicht. So, dann können wir nämlich gleich mal auch gucken, wo der Hof ist. Da fahren wir nämlich das ganze Zeug gleich schön auf den Hof. Denke ich mal, weil auf dem Hof werden wir es ja eh gebrauchen. Die Frage ist dann bloß wieder. Obwohl, wir hätten auch. Ja, wir sind auch Helden. Obwohl. Nee, gut, können wir machen. Ja, wir machen erstmal das und machen dann nachher. Tun wir einen Sammelwagen uns nehmen und tun das als Stroh sammeln. Weil da haben wir nämlich für die Futtermischanlage schon mal ein Bestandteil. Zuckerfabrik, yeah. Will ich aber auch gar nicht. Händler, der war da irgendwie hinten dann, ne? Musst du da jetzt hier unten nachher, wo das rote. Oh, 31. Oh, wie geil. Sie fahren 31. Ja, das haben sie geil gemacht. Das haben sie schön gemacht. Das gefällt mir. So, irgendwo hier müsste der jetzt kommen, oder? Ah ja, genau hier. So, jetzt. Und da steht da ja schon mein schöner Sammelwagen, den wir jetzt brauchen dann. So, den hängen wir uns jetzt noch an. So.
Toll, wir können noch ein Stück zurück. So, ich glaube jetzt, genau, gut. Gut, da haben wir den. So. Ja, und dann würde ich doch sagen, an der Stelle, ja, ist die Folge dann auch erstmal zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Mal wieder eine Runde LS. Und ja, wenn ihr Bock habt dazu und ja, mehr sehen wollt, dann bleibt einfach dabei, bleibt dran. Ja, und natürlich würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen von euch auf jeden Fall freuen. Ja, und bis dahin, haut rein und ja, ich sag tschö mit Öl.